Um jetzt nochmal ganz an den Anfang zu gehen, da stand nur das eine N. So, was bedeutet das für uns? Wir machen nur einfach ein N. Wir gucken uns nur das N an. Uns interessieren die anderen gar nicht. Also hier wird nur gesagt, okay, wir müssen die Liste einmal durchgehen. Es könnte natürlich auch sein, dass hier, hatte ich ja vorher schon erklärt, dass hier O2N steht. Das ist ein guter Übergang, um noch weiter über so ein Thema zu reden gerade. Was würde denn 2N bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir hier zwei so, ich hatte ja Trichter gesagt, wo die Dinger rein sollen. Da können wir das mal wegmachen. Das heißt, wir würden, sagen wir, hier kommen alle rein mit der Eigenschaft X und hier kommen alle rein mit der Eigenschaft Y. Das bedeutet für uns, okay, wir gucken uns dieses Ding hier an. Dann vergleichen wir, kommt das hier rein oder kommt das vielleicht hier rein? Ich weiß es nicht. Wir vergleichen beide. Okay, es kommt hier rein, tatsächlich. So. Jetzt gucken wir uns das an. Wo kommt das rein? Das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. So, und so gucken wir uns alle an. Wir müssen sie alle mit dem hier vergleichen und mit dem hier vergleichen. Das heißt, wir haben tatsächlich für jedes Element hier, haben wir zwei Trichter jeweils, die verglichen werden müssen. Das heißt, 2n. Das heißt, unsere Kurve hier, unsere lineare Kurve, geht dann nicht so schön linear, wie sie sein sollte, wie ich sie gerade gezeichnet habe, sondern mehr so ein bisschen nach oben. So halt 2n. Aber das ist uns bei der O-Notation egal. Wir wollen nur wissen, dass es eine Gerade ist. Mehr wollen wir gar nicht wissen. Das heißt, ob hier 2 sind, 3 sind, 4 sind, 5 sind, 300.000 sind, ist uns egal. Es ist nur dann wichtig, wenn die Anzahl dieser Filter, die ich, oder dieser Trichter, die ich hier habe, wenn die genau die gleiche Anzahl zum Beispiel ist, wie ich Anzahl Elemente habe, oder immer die Hälfte. Also sagen wir, ich habe jetzt in dem Fall 5 Elemente, 8 Elemente, die hier zählen ja auch noch. Und ich will immer halb so viele Trichter haben, wie ich Elemente habe. Ups, 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 ups. Dann könnte es vielleicht für uns interessanter werden. Dann würde da sowas stehen wie O, Moment, N, weil wir müssen jedes Element durchgehen und wir haben ja für jedes Element so viele Trichter, also ist es N mal N durch 2. Lustig ist dabei natürlich, das würde dann enden in N Quadrat durch 2. Und weil ja die Dinger rausfliegen hier, würde das enden in N Quadrat. Lustige Sache, dass sich das schon wieder ändert. Aber da sieht man, also wenn die Anzahl der Trichter in diesem Fall mit der Anzahl der Elemente zusammenhängt, dann müssen wir es beachten. Dann ändert sich die Formel oder dieser Teil hier in der O-Notation. Wenn nicht, wenn wir nur 2 haben, wenn wir nur 4 haben, wenn wir immer 4 haben, wenn wir immer 2 haben, immer 3000, immer 5 Millionen, dann ist das für eine verdammt lange Zeit, weil 5 Millionen muss ja auch verglichen werden. Aber es ist dann egal, ob ich 5 rein tue oder 20 oder 200, weil für jedes Element im Durchschnitt bleibt die Länge gleich. Also wenn ich eins dazu tue, dann verändert sich nicht die Menge von den anderen, dann verändert sich nicht die Laufzeit von den anderen. Wenn wir jetzt hier n Quadrat haben, wenn ich eins dazu tue, verändert sich die Laufzeit von den anderen. So, viel Gelaber. Ich hoffe, es hat nicht mehr verwirrt, als es vielleicht gebracht hat. Und ja, damit vielen Dank fürs